Hallöchen zu einem neuen Video von Philipp Labert, hier wieder am Start. Und ja, ich denke mal, während die Folge jetzt gerade kommt, bin ich in Paris. Und ja, da labere ich so ein bisschen heute über das Thema Reisen, denn das passt für mich wirklich in das Thema, da ich ja jetzt sozusagen weg bin. Und für euch muss ich ja immer noch Videos produzieren. Und für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich bin ja als YouTube-Partner geworden und ich kann jetzt sozusagen Videos im Voraus planen, wann sie hochgeladen werden. Zum Beispiel, ich habe sie jetzt am Donnerstag hochgeladen, wie ich das machen werde, aber geplant ist sie für den Sonntag. Und da stelle ich halt einfach ein, ja, hochladen einmal bitte am Sonntag um 16 Uhr. Und dann wird die, genau wenn es 16 Uhr ist, am Sonntag um 16 Uhr hochgeladen. Und ja, das nur so als Randinfo. Und dann kommen wir auch wieder zurück zu meinem Thema Reisen. Denn da es ja sehr passt. Oh, das war mein Handy und ich mache mal Musik an. Da ich jetzt noch alles heute rendern muss, darf ich die Folge nicht zu lang machen. Und ja, deshalb fange ich auch relativ schnell jetzt mit dem Thema an. So, das einmal weg. Und ja, auf jeden Fall das Thema Reisen. Also ich persönlich bin sehr viel um die Welt gereist. Gereist, sagt man das so? Ich glaube schon. Also ich bin relativ sehr viel um die Welt gereist. Ich war schon mal in Asien, natürlich in Europa rumgereist und in Afrika. Und da fange ich mal in Afrika an, denn da war ich in Ägypten. Da war ich noch relativ klein, da war ich so um die 7 oder 8 oder 7. Ja, da müsste ich so 7,5 sein, weil ich ja im Dezember Geburtstag habe. Und ja, in Afrika, also sehr, also so zentral in Afrika war es jetzt nicht, sondern so am Rand zwischen sozusagen Europa und oben Europa, Asien und Afrika, weil ich sozusagen zwischen den drei hier, mir fehlt das Wort, Kontinenten. Also war ich sozusagen am Punkt, wo drei Kontinente sich gekreuzt haben. Und ja, Ägypten ist ein richtig cooles Land. Ich war auch etwas nur an der Küste. Also ich war nicht weiter drin in Ägypten, wo die ganzen Pyramiden und so standen. Also ich war wirklich nur an der Küste. Da war es aber auch wirklich sehr, sehr heiß. So zwischen 35 und 40 war die Standardtemperatur. Und bei den Pyramiden und in den Wüsten kann ich mir schon so Temperaturen bis zu 50 vorstellen. Und da wäre ich einfach gestorben. Also bei so einer Temperatur mit ganz wenig Wasser, also da würde ich echt sterben. Ein Stückchen Wasser. Und ja, dann war ich in Asien, also oder Eurasien, sozusagen in Russland war ich. Da war ich letztes Jahr, wo ich 15,5 war, mit meiner Oma und also in Russland haben wir sehr viele Bekannte und wir waren da auch bei Bekannten. Direkt in St. Petersburg, also das St. Petersburg ist ja noch Europa, aber manche zählen auch ganz Russland zu Asien, also sag ich mal gerne Eurasien. Und ja, dann war ich noch in Asien, in der Türkei. Das war auch letztes Jahr, also ich war letztes Jahr in Russland und in der Türkei, beides in den Sommerferien. Als erstes war ich 2 Wochen in der Türkei und da war es richtig geil, denn ich habe da so viel gegessen, also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich habe da so viele Tonnen an Fleisch gegessen und habe danach noch nach 2 Wochen 3 Kilo abgenommen, weil ich ungefähr 6 bis 8 Stunden am Tag damit verbracht habe, Volleyball zu spielen, weil mich Volleyball einfach richtig begeistert. Ich liebe dieses Spiel über alles am Strand und mit coolen Leuten das zu spielen. Das macht einfach wirklich Spaß. Vor allem, ich kannte da einfach niemanden, aber wir haben richtig viel Spaß gehabt in den 2 Wochen, wo wir Volleyball gespielt haben. Schade, dass ich da noch nicht den YouTube-Kanal gemacht hätte, sonst hätte ich dann auch ein paar coole Videos oder Fotos dann gemacht. Fotos habe ich glaube ich noch, aber ich denke mal, das wäre jetzt zu lange, um die jetzt wieder vom letzten Jahr rauszukramen und sie dann wieder zu bearbeiten. Und ja, dann denke ich mal, war es das mit Asien? In Europa war ich sehr viel, also in Deutschland war ich in sehr vielen Städten, wie zum Beispiel, ich war in Bayern, also in München, da war ich in Berlin, ich war in Hannover, ich war in Brandenburg, ich war in Potsdam, ich war in Weimar und ich war noch im Schwarzwald
Also quer durchs ganze Land bin ich in Deutschland gereist. Sehr, sehr geil. Also ihr müsst unbedingt so zu Städtereisen für 2, 3 Tage mal hinfahren. Das ist richtig geil. Vor allem am Schwarzwald. Wir hatten so ein richtig geiles Hotel in den Bergen und also in den Alpen. Und da war auch der Schwarzwald und das war richtig geil. Und ja, dann war ich noch, also ich gucke immer so nach oben rechts, weil da meine Weltkarte ist und damit ich mal alles sehen kann. Dann war ich noch in England. Das war letztes Jahr mit meiner Klasse in den Osterferien. Da waren wir eine Woche da. Das war richtig cool. Da waren wir in London und in Oxford. In Oxford waren unsere Gastfamilien. Da waren wir 6 Tage und einen Tag waren wir in London. Das war richtig cool. Und ja, dann war ich noch in Frankreich, also jetzt Paris. Und ich war noch vor ein paar Jahren in Straßburg. An der Grenze zu Deutschland ist im südlichen Teil Frankreichs. Das ist richtig cool. So, dann war ich noch sehr, sehr häufig in Spanien. Ich war bestimmt so 5 oder 6 Mal schon in Spanien. Das ist Spanien ein richtig cooles Land, vor allem Barcelona und Umgebung. Also ich war 2 Mal in der Innenstadt von Barcelona, aber sonst immer an der Küste. Und die Küste ist einfach so, ach, die ist richtig geil. Also Spanien, das müsst ihr euch merken, ist ein richtig geiles Urlaubsziel, vor allem so Mallorca, Barcelona oder so. Ich will auch gerne mal Madrid besuchen. Das würde ich mir so gerne als Ziel setzen, dass ich noch ungefähr nach Mallorca irgendwann mal fliegen, nach Mallorca auch, aber auch nach Madrid. Und ja, das wäre ganz cool als Reiseziel. Dann war ich schon bestimmt 3, 4 Mal in Italien. In der Umgebung Venedig, also in Venedig war ich auch und in der Umgebung, es gibt so ein kleines Städtchen, das heißt Lido di Jesolo und da haben wir schon 2 Mal unseren Urlaub verbracht, so in den Sommerferien. Das waren vor 2 Jahren und vor 3 Jahren war ich, glaube ich, auch noch da und ja, so Lido di Jesolo ist ein richtig geiles Ziel. Aber genauso wie Spanien hat mir Italien auch sehr gefallen. Vor allem die Pizzen, die sind da so hauchdünn und so geil. Also das ist unbeschreiblich. Das ist einfach nur richtig geil in Italien, die Pizzen und vor allem Spaghetti und so alles. Das wird wirklich alles richtig geil. Und das Eis. Das Eis ist das Beste. Also für einen Nachtisch, wer da sich kein Eis holt, der. Boah, nee. Also man muss sich wirklich als Vorspeise, habe ich mir immer einen Salat gegönnt. Dann eine Pizza. Und danach ein Eis. Das war die beste Kombination in Italien. Ich sag was euch. Also das war das Beste. Und ja, wo war ich noch alles? Muss mal so rumgucken. So ein bisschen wegfahren. Wo war ich denn noch? Ach genau, ich war in Bulgarien. Es war ein Jahr. Vor ein paar Jahren war ich in Bulgarien. Da war ich so 11 oder so, denke ich mal. Und in Bulgarien war eigentlich ganz chillig. Wir waren am Goldenen Strand. Und ja, okay, so viel gibt es da jetzt auch nicht zu erzählen, aber halt, ich war in Bulgarien. Dann, wo war ich denn noch? Genau, in der Ukraine war ich auch noch, wo jetzt so die Krise ist. In der Ukraine war ich so auch vor 4 Jahren ungefähr, wo ich 12 war oder so, war ich in der Ukraine. War chillig. Jetzt will ich da nicht hinfahren, aber früher war es da halt richtig chillig. Wir waren bei einem Bekannten von meinem Vater und ja, der hat fast neben dem Strand gewohnt, was richtig geil ist, also fast am Schwarzen Meer in Odessa. Und ja, Ukraine da vor 3, 4 Jahren war richtig geil. Und dann war ich noch in Tschechien auf einer Städtetour für 4 Tage oder so waren das, glaube ich. Das war auch richtig cool, das war auch vor 2, 3 Jahren, wo ich in Tschechien war und das war richtig chillig. Und ja, wo war ich denn noch? Glaube, die wichtigsten Länder habe ich jetzt schon so gesagt, die mir noch in Erinnerung sind. Das habe ich gesagt. Ach genau, wo ich noch war, ist Österreich. Ich war in Wien und in der Umgebung und so Schlösser und Museen besichtigen, so eine Städtetour, like. Und das war richtig chillig. Also in Österreich, da haben wir richtig viele Museen besichtigt von Goethe und Schiller und das war richtig chillig. Also Wien, das war sogar in den Frühlingsferien. Da waren so um die 20 Grad, so, alle so mit T-Shirt bekleidet auf jeden Fall.
Und das war auch richtig chillig, immer jeden Tag bestimmt 3 Portionen Eis gegessen. Und ja, das war schon chillig. Und ich denke mal, das war's für diese Folge. Für mich ist ja noch Donnerstag und ich muss das noch alles rendern und schneiden und hochladen. Also belasse ich das jetzt bei den 10 Minuten, die wir jetzt haben. Und ja, trinke ich noch einen Schluck Wasser. Ja, und das war's auch von der Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. So, und so, wo ich so ein bisschen gelabert habe, wo ich war. Ihr könnt auch mal hinschreiben, was euer Lieblingsreiseziel ist. Also meins ist es persönlich Spanien. Also ich empfehle wirklich allen, fahrt unbedingt nach Spanien. Das ist mein Lieblingsreiseziel. Und die einzigen Kontinente, die ich noch nicht richtig besucht habe, sind halt Südamerika und Nordamerika. Oder allgemein halt Amerika, wie man es halt nennen soll. Und Australien und Ozeanien, also da würde ich auch noch gerne mal hin. Aber wenn ich so dran denke, der Flug, das dauert so lange, da will ich auch nicht mehr hin. Vielleicht nach Amerika, so Richtung Washington oder Washington oder Miami. Da könnte ich mir noch vorstellen, das sind ungefähr so bestimmt so 6-7 Stunden Flugdauer, aber Australien, da fliegt man fast einen Tag hin und das könnte ich mir nicht geben. Also einen Tag in der Economy Class vor allem noch, das würde ich niemals aushalten. Und ja, warum ich Australien sage, weil ein Freund von mir ist in Neuseeland, ein Schulkamerade, der ist für ein halbes Jahr jetzt von den Winterferien bis zur Sommerferien weg in Neuseeland und ist richtig chillig da, sagt er die ganze Zeit. Und ja, Neuseeland könnte ich mir auch gut vorstellen, aber halt immer diese langen Reisen bis dahin dauert halt für mich viel zu lange, weil ich hasse es, die ganze Zeit nur auf einer Stelle zu sitzen und nichts zu tun, weil ich muss immer irgendwas machen, zum Beispiel auch bei Minecraft spielen. Ich sitze halt nur rum, aber ich konzentriere mich auf das Spiel und suchte das auch die ganze Zeit. Also ich sitze nicht und lese ein Buch oder sowas, das finde ich einfach voll langweilig und verstehe das auch nicht. Also ich hasse Bücher lesen, das müsst ihr wissen. Und ja, da würde ich sagen, was das für diese Folge. Ich labere mal wieder viel zu viel, weil ich das noch alles rendern und hochladen muss. Aber da würde ich mal sagen, was das jetzt. Und ich labere euch nicht viel zu voll. Und ich sage, bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt geil und ciao.